Was für ein Setting. So ein Handballstadion direkt am Strand. Ich würde am liebsten direkt selber aufs Feld. Das ist ein Setting hier. Ich kann die Nordsee sehen, ich kann sie schon riechen und ich kann spüren, dass hier was Großes ansteht. Lidl frisch vom Feld, Handball hautnah, Folge 2. In Folge 1 haben wir den Hallenmeistern gehuldigt. Heute geht's für uns ab an den Strand. Willkommen in Cuxhaven zur deutschen Beachhandballmeisterschaft. Also so sieht es dann im allergeilsten Fall aus bei denen, die es richtig können. Ich will das jetzt auch mal probieren und habe mir zwei Top-Handball-Experten hier in den Sand geholt. So, jetzt mal ran an die Profis. Servus Männer, schön Servus. Euch zu sehen. Tobias Reichmann, muss man ihn überhaupt noch vorstellen, Champions-League-Sieger mit dem DHB-Europameister. Er war bei Olympia dabei. Ein Allesgewinner, kann man sagen. Und hier noch mehr zu Hause, Alexander Novakovic. Du bist ja Frauen-Beachhandball-Bundestrainer. Ihr habt ja alles gewonnen. Oder ihr habt ja abgeräumt, was nur geht. EM, WM, World Games. So ist es und das in 12 Monaten. Letztes Jahr Europameister geworden, dieses Jahr die WM und die World Games gewonnen. Bisschen überrascht oder ist Deutschland bei den Frauen die Beachhandballnation? Wie habt ihr das hinbekommen? Besonders überrascht letztes Jahr. Der EM-Titel, der war alles andere als selbstverständlich. Da waren wir selber sehr überrascht. Und auch dieses Jahr schon zu wissen, im Favoritenkreis zu sein, aber natürlich noch mal eine ganz andere Rolle in den Turnieren zu haben, einfach wirklich liefern zu müssen mit dem EM-Titel im Rücken. Brutal abgeliefert. Tobi, so wie du in der Halle, wie findest du das hier? Also in der Halle kennen wir dich alle. Springt 4 Meter hoch, wirft Tore ohne Ende, schöne Tore. Jetzt hier im Sand, wie wohl fühlst du dich? Doch, sehr wohl. Ich habe schon 1-2 Mal gespielt und auf jeden Fall hat es einen sehr, sehr hohen Spaßfaktor. Und so Unterschied, wie groß ist die Umgewöhnung? Regeln sind anders, körperlos, Spielsituationen sind anders. Wie schnell adaptiert man sich so auf Beachhandball? Ich glaube, da kann man sich schon schnell dran gewöhnen. Schade, dass es ein bisschen körperlos ist, aber trotzdem macht es halt unheimlich Spaß. Gerade dadurch, dass es mehr Punkte gibt, wenn man einen Camper-Trick macht oder eine 360-Grad-Drehung. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ab zu unserer Challenge. Also, die zwei Klassiker im Beachhandball probieren wir jetzt aus. Ich gegen den Champions League-Sieger. Und wir fangen mit dem Camper an, dann gleich noch den Spinshot. Ins Tor 1 Punkt. Wenn du noch eins unter den Zielen triffst, kriegst du 2 Punkte pro Wurf. Oh ja. 4-3 für mich. Oh. Tobi 5-4 in Front. Spinshot, worauf kommt es an? Wie ist es regeltechnisch? Wirklich Fußspitzen zum Tor. Wir springen vernünftig mit beiden Füßen ein. Und als Rechtshänder drehen wir uns dann in die entsprechende nach links. Und ihr als Linkshänder auf die rechte Seite. 5-4 in Front. Er hat abgeliefert in der ersten. Jetzt erster Spinshot. Ah, 6-5 für dich. Alex, einmal machen wir noch. Ich glaube, wir haben einen relativ souveränen Sieger gesehen. Der großartige Tobias Reichmann. So, wir räumen jetzt hier langsam mal das Feld, weil das Stadion fühlt sich schon so langsam. Die Profis rücken hier gleich an. Unter anderem Lucie-Marie Kretschmer. Gleich dann noch unser zweiter Gast. Amtierende deutsche Beachhandballmeisterin. Übrigens von Alex trainiert, auch mit der Nationalmannschaft. Alles gewonnen. Hier spielt sie gleich mit den Minger Turtles. Und wenn wir schon mal hier sind, ich mische mich mal unter die Leute und guck, was hier so abgeht. Was gefällt dir am Beachhandball? Ja, dass meine Tochter mitspielt, die Stimmung, der Strandflair. Es ist einfach eine Fun-Sportart. Finde ich angenehm. Was ich auch total beeindruckend finde, wenn die dann in der Luft den Ball fangen und dann noch ein Tor schießen oder werfen. Doch, das ist echt toll anzugucken. Mhm. Und dann bei dem Wetter, dann macht das natürlich auch Spaß. So, jetzt endlich zum gemütlichen Teil. Also Sport haben wir wirklich genug gemacht. Und endlich ist unser zweiter Gast noch mit dabei, Lucie-Marie Kretschmer. Lucy, schön, dass du da bist. Servus. Ich freue mich auch. Servus. Du bist ja, kann man sagen, die Königin des deutschen Beachhandballs?
würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen. Dazu gehört auch der Rest natürlich der Mannschaft. Deswegen ja. Königin. Wir ergeben gutes Königreich, würde ich sagen. Ihr habt ja alles gewonnen in den letzten 12 Monaten. Ist Deutschland im Frauenbereich einfach beachmäßig so gut? Wie habt ihr diese ganzen Titel eingesammelt? Zufall kann es, glaube ich, auf keinen Fall mehr sein. Jetzt nach dem zweiten Jahr, jetzt auch nach dem zweiten und dritten Titel. Aber es war für uns alle schon echt immer noch sehr überraschend. Also letztes Jahr der EM-Sieg, sehr überraschend. Und jetzt hier wieder Deutsche Meisterschaft, wo du ja mit deinem Team Titelverteidiger bist. Wie ist so der Eindruck? Macht Spaß wie immer? Voll, voll. Also, Vibe ist gut, Zuschauer gut. Genau, vorhin, als ich angekommen bin, war ich echt super überrascht, positiv überrascht. Also jetzt war das erste Mal wieder nach 11 Jahren, glaube ich, in Cuxhaven. Ein cooles Feeling, auch wieder am Meer zu sein. Da kommt gleich die Beachstimmung noch mehr auf. Was liebst du am Beachhandball? Du spielst ja auch in der Halle, muss man sagen. Ne? Ja, am Beachhandball ist, glaube ich, einfach allgemein die Stimmung, dieses Feeling, was du hast, auch so dieses Familiäre auch unter den Mannschaften. Einfach dieses allgemeine Gefühl, diese Lebensfreude, dieser Spaß auch am Spiel und am Sport. Tobi, wie hast du den Tag hier so erlebt? Das ist echt eine coole Stimmung, das muss man echt sagen. Gerade hier mit der Promenade ist halt viele vorbeikommen und einfach mal stehen bleiben und sich das angucken. Tempo ist auf jeden Fall krass hier, ne? Viele Tore, Trickshots, Athletik. So, ich meine, du kommst selber von der brutal athletischen Seite mit deinen Sprungfedern. Haben dich da ein paar Leute hier beeindruckt, die du so auf dem Court gesehen hast? Ja, also es ist um einiges schwerer, im Sand zu laufen, zu springen. Und da sieht man schon Unterschiede in der Athletik und natürlich die sich gut bewegen können, haben auf jeden Fall Vorteile. Sehr cool. Ja, also ich hätte so langsam Hunger, ehrlich gesagt. Ja, dann auf geht's. Legen wir los. So, und die Challenge sieht wie folgt aus. Ihr beide dürft mir was grillen. Ich werde das alles verköstigen. Dann gibt's 3 Kategorien. Frische, Aussehen, Geschmack. Könnt ihr euch jetzt selber überlegen, was mir wohl am wichtigsten ist. Ja, und dann gibt's Punkte. Und dann gucken wir mal, wer von euch die Challenge am Ende gewinnt. Bitte, ran an eure Sachen. Lucy, ich komme mal bei dir mit. Was machst du? Wir werden heute ganz exotisch. Melone und Feta? Ja. Gehört das zusammen? Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen. Den Sommertrend hast du verpasst, glaube ich. Moment, den, ja, okay. Der Sommertrend, den du dir gerade ausdenkst. Alles klar. Bist du eigentlich schon gut angekommen in der Frauenliga? So, wie fühlst du dich schon als volle Leistungsträgerin oder wie läuft es bei dir so insgesamt? So würde ich mich nicht bezeichnen. Da bin ich auch, glaube ich, noch sehr, sehr jung. Ich bin irgendwie dabei, noch so meinen Platz in der Kette zu finden. Ich lasse dich jetzt auch mal ein bisschen in Frieden kochen und lenke mal ein bisschen den Tobi ab. Tobi, was machst denn du so? Also Fleisch ist klar, da bist du bei mir auch schon an der richtigen Stelle. Aber was gibt's denn bei dir zum... Oh, doch, er versucht. Ich versuche was fürs Auge zu machen. Wie sicher bist du dir, dass mir das schmecken wird? Gar nicht, das ist auch nur Deko, das ist fürs Auge. Gibt's so einen schönsten Titel, einen schönsten Moment? Woran denkst du am liebsten zurück? 2016 war so mein Highlight-Jahr und ja, natürlich der Champions League-Gewinn 2016 mit Kielce. Lagen einfach mit 9 Toren zurück. 9 Toren in der zweiten Halbzeit. Genau, und das waren halt einfach nur noch 15 Minuten zu spielen. Also ich glaube, da denkt man gerne dran zurück. Ja. Kriegt auch gleich Gänsehaut. Ja, wenn man einfach in einer Viertelstunde ein Finale dreht, dass man noch in die Verlängerung geht und dann am Ende den Pokal da nach oben strecken kann, das war schon einmalig. Ja. Und jetzt geht die Zeit in der Bundesliga erstmal zu Ende. Du bist richtig. Nach Emstetten gewechselt. Wie ist es passiert? In Melsungen wurde mein Vertrag nicht verlängert. Und deswegen ist auch für mich dort in Emstetten eine neue sportliche Herausforderung, dass ich dort im Rückraum spielen soll. Ja. Nicht auf Außen, auf meiner angestammten Position. Ja. Deswegen ist es auch für mich sportlich ein neuer Anreiz. Also wir reden jetzt nicht von Karriere ausklingen lassen, oder was? Nee, das überhaupt nicht. Nee. Also ich bin zwar 34, aber immer noch fit. Nationalmannschaft noch ein Thema? War für mich immer ein Thema und ist für mich immer noch ein Thema. Wie gesagt, ich fühle mich fit, bin doch für einige Aufgaben bereit. Ihr habt übrigens wieder geil mitgemacht. Ich habe Fanfragen von euch bekommen an Lucy und Tobi. Lucy, ich fange bei dir mal an. Da kam nämlich von Niklas die Frage. Du darfst uns einmal gerne zeigen, wofür eigentlich dein Tattoo steht. Das ist so ein Kompass mit den Anfangsbuchstaben von meiner Oma, Maria, meinem Bruder Elvis, meinem Papa, Stefan und von mir. Hier drüber sind die Koordinaten von meiner Heimatstadt, der schönsten Stadt der Welt, Magdeburg. Und genau, das 3 sind Pfingstrosen und das waren die Lieblingsblumen von meinen Großeltern, die jetzt schon verstorben sind. Die übrigens auch ihre Handballer waren. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Und
Tobi, für dich habe ich auch eine. Sportklamotte fragt nämlich, wie war denn das Teambuilding-Wochenende in Winterberg mit deinem neuen Team? Wir sind Wasserski gefahren und waren Mountainbiken. Und dann abends hatten wir schon die Belohnung, dass wir gut gegrillt haben. Und die Neuen mussten aber auch in die Mannschaft integriert werden, unter anderem natürlich auch ich. War eine lustige Runde, war sehr gut. Ja. Wird langsam dunkel hier und ich habe auch ehrlich gesagt Hunger. Jetzt, Tobi, Lucy, bitte anrichten und dann, was ich am besten kann, verkosten. Um diesen wunderschönen Pokal geht's. Drei Kategorien haben wir ja gesagt. Ich fange mal mit der Frische an. Da seid ihr ehrlich gesagt beide mega gut. Tobi, du kriegst von 10 8 Punkten. Ich hätte nicht gedacht, dass du hier so ein schönes Salatbouquet machst. Aber der Killer ist natürlich deine Geheimwaffe. Salat, Melone. Also was ist frischer als eine Melone? Deswegen kriegst du 9 Punkte. Jetzt machen wir mal die Optik. Hier, das finde ich ganz nett mit den Johannisbeeren. Ich gebe dir dafür 8. Und das hätte ich nie gedacht. Du bist bei mir fast perfekt. Du kriegst von mir 9. Ich stelle das Ding noch mal kurz ab und jetzt muss ich mal probieren. Tobi, ich fange bei dir an. Guten Appetit. Du kriegst noch mal eine 8. Jetzt ist die Frage, liegst du da drüber oder drunter? Ich sage dir, und deswegen graviere ich das jetzt direkt hier rein, der Salat war ein Killer. Und deswegen ist der Lidl Frische Champion 2022 Lucy Marie Kretschmer. Ich weiß, du bist größere Massen gewohnt, aber... Nein. Das ist, glaube ich, mit einer der Highlights in meiner Pokalstrecke jetzt. Wenn ihr auch mal so geilen Salat oder auch, ist egal, ob vegan, ob Fleisch, was ihr machen wollt, auf lidl-kochen.de gibt es richtig, richtig geile Rezepte. Lucy hat es ja schon gesagt, die internationalen Highlights stehen denn jetzt im Herbst schon wieder an. Bei den Männern ist das der EHF Eurocup. Deutschland gegen den Europameister himself, Schweden. Was ein geiles Spiel. Und das wäre der Hauptgewinn. Von unserem Gewinnspiel, wenn ihr Bock habt, dahin zu fahren. Wir haben VIP-Tickets für euch. Ihr kriegt eine Arena-Führung in Mannheim und ein Meet and Greet. Ihr könnt aber natürlich auch so vorbeikommen. Tickets gibt's für die Spiele beim DHB. Und von euch, ihr habt mich überragend verköstigt, bräuchte ich noch eins. WM-Tipp. Wie geht das WM-Finale aus? Wer spielt's und wer gewinnt's? Frankreich gegen Dänemark. Und wer gewinnt's? Dänemark. Was ist dein WM-Tipp? Ich gehe auch mit Dänemark-Frankreich tatsächlich, aber ich glaube, dass Frankreich gewinnt. Das war Folge 2, Lidl frisch vom Feld, Handball hautnah. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also ich hatte viel Spaß mit euch. Sehr cooler Abend, gut gegessen. Und wir sind ja in ungefähr 2 Monaten schon wieder da. Dann mit Frauenpower. Bis dahin.